Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um das Event Dia de Muertos. Und zwar Tag der Toten wird in Mexiko als großes Volksfest gefeiert zum Ehren der Toten. Auch in diesem Jahr haben wir das Event also wieder in Pokémon Go. Das Event startet am Mittwoch, den 1. November um 10 Uhr Ortszeit und geht bis Donnerstag, 2. November, 20 Uhr Ortszeit. Bei diesem Event bekommen wir ganz selten ein neues kostümiertes Pokémon, und zwar Tragosso mit Fempasuti-Krone. Mega. Aber Niantic muss uns echt quälen, dass wir hier ein sehr kurzes Event mit einem neuen Pokémon, das Shiny sein kann. Die Shiny-Chance ist sehr gering. Ganz normal wie jedes Tragosso im Endeffekt. Es ist nicht mal geboostet. Dementsprechend, wenn ihr keine Zeit habt, seid nicht enttäuscht. Wahrscheinlich werdet ihr noch nicht mal das bekommen, was ihr vielleicht haben möchtet. Ich hoffe aber sehr, dass ihr wenigstens ein Tragosso fangen könnt. In der Wildnis erscheinen andere Pokémon, und zwar Sonnkern, Zubiris, Roselia, Zwielicht mit Zempasuti-Krone, Driftlon, Lichtl. Wenn ihr Glück habt, Tragosso mit Zempasuti-Krone, Makabaya oder Paragoni. Das Komische ist aber, Niantic hat drunter geschrieben, Trainer in Lateinamerika und in der Karibik treffen häufiger auf wilde Event-Pokémon. Ja, das heißt, wenn ich dort nicht bin, dann bekomme ich nicht so häufig Event-Pokémon. Das heißt, wir haben hier eine doppelte Seltenheit bei Tragosso, oder wie soll man das verstehen? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Wir werden es leider dann erst noch erleben, wenn es dann soweit ist. Wenn ihr im Eventzeitraum ein Rauch- oder Lockmodul zündet, dann erscheinen sogar nochmal andere Pokémon. Wie zum Beispiel Sonnenkern, Sonnenflora, Hunduster, Zubiris, Roselia, Zwielicht mit Zempasuti-Krone, Driftlon und wenn ihr Glück habt, Tragosso mit Zempasuti-Krone und Flabébé in Orange. Zu den Raid-Bossen komme ich dann nochmal separat mit einer anderen Grafik, damit ihr das nochmal ganz deutlich sehen könnt. Außerdem Showcases soll es mit Zwielicht geben. Ich gehe mal davon aus, diesmal wirklich im Event-Zeitraum, also ab 1. November um 10 Uhr bis 2. November 20 Uhr. Die Feldforschung überspringe ich, die zeige ich euch ja dann nochmal separat. Kommen wir nun zur Event-Boni. Während des Events aktivierte Lokmodule halten 90 Minuten lang, außer das goldene Lokmodul, auch wenn Niantic das hier nicht geschrieben hat. Aber beim Rauch sagen sie immer, der Abenteuerrauch ist davon ausgeschlossen, aber die goldenen Lokmodule, die werden einfach nicht erwähnt. Die gibt es eigentlich wohl gar nicht bei der Event-Ankündigungsteam sozusagen, ne? Naja. Der Rauch, außer der tägliche Abenteuerrauch, halten während des Events auch 90 Minuten statt nur 60 Minuten und Lokmodule halten ja normalerweise nur 30 Minuten. Doppelte Fangbonbons bekommt ihr auch noch und wenn ihr in Lateinamerika oder Karibik unterwegs seid, dann sollt ihr angeblich zusätzliche Verschickbonbons bekommen. Und da wird gerade vermutet, dass durch einen Fehler sogar dieser Bonus weltweit aktiviert ist. Also das erste Pokémon, das ihr gefangen habt und verschickt und ihr bekommt zusätzlich Bonbons, greift mal in eure Tasche und verschickt mal die Pokémon, die ihr sowieso verschicken wolltet. Kommen wir nun zu den Raid-Bossen. In den 1er Raids haben wir ganz alleine das Tragosso im Kostüm. Also falls ihr eure täglichen Pässe ausgeben möchtet, da habt ihr eine gute Möglichkeit. Das ist doch ein guter Tausch, würde ich sagen. In den 1er Krypto-Raids gibt es Philino, Mauzi, Tanzer oder Macholo. Und Mauzi, Tanzer, Macholo können Shiny sein, Philino nicht. In den 3er Raids haben wir Azumarill, Nachtara, Adebom oder Hariyama. Nur Adebom kann hier Shiny sein. In den 3er Krypto Raids gibt es Skorgla, Electek oder Magma. Nur Skorgla kann Shiny sein. Und in den Mega Raids ist Mega Barnett und in den 5er Raids Darkrai. Bei den event-exklusiven Feldforschungen will Niantic uns wohl ein bisschen quälen im Sinne von Tragosso. Aber wir wussten ja vorher schon, dass Tragosso und Alola Knogga selten sind. Die Aufgaben sind machbar, aber wir fangen mal von vorne an. Also, mache einen guten Curveballwurf für Lichtl oder Driftlon. Mache einen großartigen Wurf für Sonnenkern. Mache drei großartige Curveballwürfe hintereinander für Tragosso.
und gewinne einen Arena-Kampf für Alola Knogger. Ja, ist okay, also noch schlimmer wäre jetzt gewesen, mache 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander. Das erinnert mich immer an die Pandir-Quest und das finde ich halt nicht so gut. Also von daher ist das ja noch okay. Aber wenn die Aufgabe eh selten ist, kann es auch sein, dass sie denen nicht mal begegnet. Deswegen ist der Raid dann doch etwas besser. Beim letzten Event war ja eigentlich so Highlights neue Kostüm-Pokémon und das Kryptologia. Ich habe über 20 Kryptologia-Raids gemacht. Ich hatte leider nur einen Tag Zeit und bin diesmal leer ausgegangen. In der Niantic-Welt geht's ganz schön ab, muss man sagen. Gestern kam ein ganz neues Update für Wayfarer raus. Ein Video habe ich euch dann sofort hochgeladen. Ich verlinke euch das am Ende nochmal, falls ihr das verpasst haben solltet. In Peridot gab es ein riesengroßes Update. Jetzt kann man in Peridot sogar ein Minispiel spielen, das sich anfühlt wie Monster Hunter Now. Das finde ich richtig genial und habe gestern so gesuchtet, dass ich mir gleich mal das Nest dafür gekauft habe. Es gibt also quasi eine neue Währung dafür und mit dieser neuen Währung konnte man sich ein Nest kaufen. Außerdem gibt es heute wieder ein Nest mit Klunker im Angebot. Außerdem wurden natürlich die Pokémon Go Spieler wieder super enttäuscht. Niantic kündigt hier an, so 31.10. könnt ihr kostümierte Pokémon fangen und ihr erhaltet Sonderbonbons oder XL-Sonderbonbons. Die Chance war so selten, das hat sich nicht mal gelohnt, wirklich loszulegen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was jetzt wirklich dabei rausgekommen ist am Ende des Tages. Aber selbst, ja, also wenn ich 100 Pokémon fangen muss, um ein einziges zu bekommen, dann sage ich auch, ja, dann lass halt sein. Für die Leute, die gerne reisen, sollten vielleicht wissen, dass Niantic eine City Safari für Taiwan angekündigt hat. Könnte aber ganz schön teuer werden, die Flugpreise sind immens hoch. Diese City Safari findet am 9. und am 10. März statt. Wenn wir schon bei Thema Events sind, schauen wir uns doch mal kurz den November an. Hier eine Infografik von dem deutschen Twitter-Kanal und wir haben hier einige Showcases. Bei Showcases immer mit Vorsicht genießen. Niantic ändert gerne auch mal solche Showcases. In der Vergangenheit ist das nämlich schon mal passiert. Am 11. und am 12. November haben wir Fragezeichen und am 11. bis 16. November bei Mega Raids haben wir ein Fragezeichen. Also das könnte interessant werden. Wer noch nie Mega Kangama bekommen hat oder verpasst hat, am 16. bis 30. November kommt es mal länger in die Mega Raids. Mann, das wurde auch mal Zeit. Bei den 5er Raid Bossen nach Darkrai kommt Genesect im Aqua-Modul, Viridium, Kobalium und danach Terrakium. Zu den Rampenlichtstunden im November haben wir Lampi, Haspiroa, Dummiesel und Ferkuli. Ich glaube, ich freue mich vielleicht nur auf Ferkuli. Der Rest ist für mich doch relativ uninteressant. Die meisten Shinies habe ich, glaube ich, schon. Naja, macht nichts. Es wird jetzt sowieso immer kälter und mal gucken, wie ich das Ganze überhaupt noch nutzen möchte. Am 5. November ist Community Day mit Felino. Hier ist kein Showcase angekündigt. Ich vermute mal, wegen dem Fehler, den sie auch schon bei Fukano hatten, haben sie sich jetzt erstmal gesagt, okay, dann lassen wir das erstmal, wir müssen das erstmal beheben. Am 7. bis 12. November ist Lichtfestival. Dieses Event ist schon angekündigt. Das heißt, wir wissen auch schon, was im Showcase sein wird. Also Lichtel steht ja schon dabei und das zweite Pokémon ist ein ganz neues Pokémon, das heißt Bip. Bei den restlichen Events weiß man leider noch nicht, was kommt. Da gibt es noch einen Raid-Tag am 11. November. Die Fashion Week vom 15. bis 19. November. Zeit für ein Abenteuer, 22. bis 27. November. Und ein Classic Community Day. Bei dem Classic Community Day haben sie sich selbst gespoilert. Es wird wohl Voltilam. Laut dem Showcase haut das ganz gut hin. Ich würde sagen, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da, auch um anderen Leuten die Chance zu geben, dass sie das Video sehen können. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch!